kann man ein bisschen von Bern lernen, dass wir diszipliniert bleiben. Ralf Stalder, habt ihr heute einen Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren? Ja, ich würde sagen, zwei verloren, nachdem nach einer 3-0, nach einer 3-0-Führung, ja, das musst du heimbringen. Zwei verloren, sicher. Du sprichst es an, ihr seid eigentlich gut gestartet. Habt ihr welche Reaktion zeigen nach der Niederlage gestern? Ja, sicher auch. Eben, gestern haben wir sehr schlecht angefangen, nachher ist es ein bisschen besser gegangen. Heute haben wir gewusst, Bern, wenn wir so anfangen wie gestern, dann ist der Match gerade nach 20 Minuten vorbei. Ich glaube, da haben wir Reaktion können zeigen. Aber nachher 3-0, das musst du einfach einen Weg finden, um daheim zu bringen. Wieso haben wir es denn trotzdem nicht geschafft, nachher das 3-0 heim zu bringen? Ja, aber so kann man ein bisschen von Bern lernen, dass wir diszipliniert bleiben, weiterspielen. Wir haben es eigentlich im Griff gehabt, unter Druck gesetzt und dann haben wir angefangen, ein bisschen fancy zu spielen. Und dann hat es nachher nicht mehr so zusammengeklappt. Zwei, drei Strophen, die nicht unbedingt nötig sind. Und gegen Bern braucht es nicht viel. Und schon sind sie zurück im Match. Es hat ein paar umstrittene Schiri-Entscheidungen gegeben. Wie geht ihr auf dem Eis mit dem um, wenn der Schiri auch schauen muss, was es jetzt war? Kick-Goal am Schluss eventuell. Wie geht ihr mit dem um? Ja, eben, du kannst nicht zu viel darüber nachdenken, weil der Match geht gerade weiter. Sie werden es sicher recht gesehen haben, so wie es ist. Und wenn es auf das drauf ankommt, dann haben wir vorher etwas falsch gemacht.